Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Allen ein herzliches Willkommen in Liebe unter Gottes Wort. A tak mi je prema žlúto, že musíme končiť. Es ist mir fast schade, es tut mir fast leid, dass wir aufhören müssen. A musíme uvedomiť si, und wir müssen uns bewusst werden, že tak všetko, ako čo má začiatok svoj, má i svoj koniec. Alles, was seinen Anfang nimmt, hat auch sein Ende. A to je tak dobré, keď môžeme vedieť. Und das ist gut so, wenn wir wissen dürfen, aj že tá naša cesta, dass unser Weg, má svoj cieľ. Sein Ziel hat. Nie sme na tomto svete bezcieľne. Wir sind nicht ziellos in dieser Welt. Nesmieme chápať život ako náhodu a chaos. Wir dürfen das Leben nicht begreifen als ein Zufall oder ein Chaos. Ale máme vnímať, že sme tu pre nejakú príčinu. Wir müssen verstehen, wir müssen vernehmen, dass wir hier auch für einen bestimmten Grund sind. Odniekadiaľ ideme. Wir sind von irgendwo gekommen. Niekam smerujeme. Irgendwo zielen wir hin. A niekam dojdeme. Und irgendwo werden wir ankommen. Ak človek ide bezcielne, wenn na ein tomto svete, Mensch ohne Ziel in dieser Welt geht, stráca silu, verliert er Kraft, Motivation, a stráca zmysel vôbec svojho života. Er verliert überhaupt den Sinn seines Lebens. Mnohí ľudia sa nechajú oklamať tými okolnostiami života. Viele Menschen lassen sich täuschen durch die Umstände des Lebens. Strácajú zmysel svojho života. Sie verlieren den Sinn ihres Lebens. Ako loď, ktorá vyplula na more. Wie ein Schiff, welches hinausgefahren ist aufs Meer. Ktorá už dávno nevidela pobrežie. Welches schon lange nicht mehr den Strand gesehen hat. Uprostred búrok. Sie ist inmitten von Gewitter. Uprostred výchra. Inmitten von Wind. Začína klesať ku dnu. Und nun beginnt das Boot zu kentern. Ale to je preto. Und das ist deshalb. Že ľudia nemyslia na cieľ. Weil die Menschen nicht an das Ziel denken. Chceš aj ty dojsť na druhú stranu? Möchtest auch du auf die andere Seite hinüberkommen? Chceš prísť do bezpečného cieľa? Möchtest du in den sicheren Hafen hineinkommen? Chceš, aby tvoj život mal zmysel? Möchtest du, dass dein Leben einen Sinn hat? A každý zápas tvojho života, aby proste prinášal úžitok? Und dass jeder Kampf deines Lebens eigentlich Frucht bringt. Musíš myslieť na cieľ. Du musst an das Ziel denken. Lebo ak nebudeš myslieť na cieľ, weil wenn du nicht an das Ziel denken wirst, tak práve tie situácie života, v ktorých sa nachádzaš, dann werden gerade die Situationen des Lebens, in denen du dich befindest, môžu ťa presvedčiť o tom, že tvoj život nemá zmysel. Sie können dich darin bestärken, dass dein Leben keinen Sinn hat. A loď tvojho života môže ísť, môže padnúť na dno. Und dein Lebensschiff kann kentern. Viete, prečo neprišli mnohí do zasľúbenej zeme? Wisst ihr, warum viele nicht hinüberkamen in das verheißene Land? Lebo nemysleli na Kanaán. Weil sie nicht an Kanaan gedacht haben. Nemysleli na cieľ. Sie haben nicht an das Ziel gedacht. Mysleli len práve na ten nedostatok práve, ktorý vtedy prežívali. Sie haben nur eben an diesen Mangel gedacht, den sie momentan erlebt haben. Nemáme meso. Wir haben kein Fleisch. Nemáme chleba. Wir haben kein Brot. Nemáme to a ono. Wir haben dies und jenes nicht. Nemáme cesnak, nemáme cibulu. Wir haben kein Knoblauch, wir haben tak, keine ako to Zwiebel. Bolo v Egypte. So wie wir das in Ägypten hatten. A tá momentálna situácia, und die momentane Situation, ich tak obklúčila, hat sie so vereinnahmt, že jednoducho nedokázali vidieť to, čo majú. Dass sie ganz einfach nicht fähig waren, das zu sehen, was sie sollten. Ale videli len to, čo nemajú. Aber sie haben nur das gesehen, auf was sie nicht sehen sollten. Nemáte tú skúsenosť? Habt ihr nicht die Erfahrung? Boh vám dal všetko. Gott hat euch alles gegeben. A jedna pieseň hovorí, spočítaj všetky dary, ktoré ti Boh dal. Und ein Lied spricht darüber, zähle alle Gaben zusammen, die Gott dir gegeben hat. A z tvojho srdca vytriskne chvála. Und aus deinem Leben wird ein Lob entspringen. Voči Bohu. Gott gegenüber. Ale človek je náchylný vidieť nie to, čo má, ale to, čo nemá. Aber der Mensch ist immer dazu geneigt, das zu sehen, was er nicht soll, nicht das, was er sehen sollte. Niečo mu nevyjde. Es gelingt ihm etwas nicht. Stráca chuť do života. Er verliert die Lust zu leben. A pritom má toľko darov.
Und dabei hat er so vielerlei Gaben, so viel Reichtum. Má všetkých 10 prstov zdravých. Er hat alle 10 Finger gesund. Zdravé ruky. Er hat gesunde zdravé Hände. Nohy. Gesunde Füße. Zdravé telo. Einen gesunden Leib. Len niečo mu chýba. Aber etwas fehlt ihm. A to všetko ostatné. Und all das andere. On nepovažuje za hodnoty. Das sieht er nicht wertvoll. Lebo on obrátil pozor na to, čo nemá. Weil er seinen Blick auf das gesetzt hat, was er nicht hat. A preto to nie. Und darum so nicht. Preto padá do hlbín. Und darum, darum sinkt er in die Tiefen. Do zúfalstva. In die Verzweiflung. A pritom je slepý. Und dabei ist er blind. Ale modlíme sa za to. Aber lasst uns dafür beten. Aby nám Boh otvoril oči. Dass Gott uns unsere Augen öffnen möge. Aby sme videli tú mnohú milosť, ktorú nám Boh dá. Um die reichhaltige Gnade, die er uns schenkt, zu sehen. Aby nám Boh otvoril oči na to, čo máme. Dass Gott uns die Augen dafür öffnen möge, was wir haben. Čím nás už obdaril. Mit was er uns beschenkt hat. Potom naše srdce bude musieť byť veľmi vďačné. Und dann wird unser Herz sehr dankbar sein müssen. Musíme mysleť na cieľ. Wir müssen an das Ziel denken. Nie na to, čo nemáme. Nicht an das, was ale wir to, nicht máme haben. Pripravené. Aber das, was für uns bereitet ist. Pamätajte, bratia a sestry. Erinnert euch, Brüder und Schwestern. Že my všetci sme v tomto pokušení. Wir stehen alle in dieser Versuchung. Všetci máme to pokušenie, aby sme sa dívali na to, čo nemáme. Alle stehen wir in der Versuchung, auf das zu sehen, was wir nicht haben. A nedívame sa do cieľa. Und wir schauen nicht auf das Ziel. A my máme predsa cieľ. Und wir haben doch ein Ziel. Nádherný cieľ. Wir haben ein herrliches Ziel. Jeden z vás, ktorý tu sedí, jemand von euch, der hier sitzt, bol v takejto situácii. War in so einer Situation. On bude vedieť, o kom hovorí. Er weiß, von wem ich rede. A jeho loď klesala na dno. Und sein Schiff begann zu sinken. Ale v poslednej chvíli Pán Boh ma priviedol do života tohoto človeka. Aber in der letzten Minute hat mich Gott in das Leben dieses Menschen gesendet. A ja som tomuto človeku zvestoval, teba nestvoril Boh preto, aby si sa potopil. Und ich habe diesem Menschen verkündet, Gott hat dich nicht dazu geschaffen, dass du untergehst. Pre teba nestvoril Boh preto, aby si pre peklo a pre zahynutie. Gott hat dich nicht für die Hölle und für das Verderben erschaffen. Ale teba stvoril Boh preto, aby si sa raz tam prechádzal s Pánom Ježišom po tých zlatých uliciach. Gott hat dich dafür erschaffen, dass du einst mit Gott an diesen herrlichen Straßen von Gold spazieren gehst. Aby si sa večne radoval s Pánom. Und dass du dich in Ewigkeit mit Gott freust. Tu sedí medzi vami ten človek. Er sitzt hier unter euch, dieser Mensch. A ten človek mi povedal, taká nádej vchádza do mojho srdca. Und dieser Mensch sagte mir, eine große Hoffnung kommt in mein Herz. Pán mi dáva také svetlo do srdca. Gott gibt mir Licht ins Herz. A Boh vyzdvihol tohoto človeka. Gott hat diesen Menschen erhoben. A dnes tu môže byť s nami. Heute darf er hier bei uns sein. A slúži nám všetkým. Und uns dienen. Začal mysleť na cieľ. Er hat begonnen, ans Ziel zu denken. Vy sami ste videli jeho stav beznádejný. Ihr habt selber den hoffnungslosen Zustand gesehen. Ale dnes ho vidím ako človeka plného nádeje. Heute sehe ich ihn als Mensch voller Hoffnung. Plného viery. Voller Glaube. Lebo on myslí na cieľ. Denn er denkt an das Ziel. Vytiahol ho z hlbín. Er hat ihn aus den Tiefen gezogen. Postavil jeho nohy na skalu. Hat seine Füße auf einen Fels gestellt. Očistil ho. Gereinigt. Obliekol ho do rúcha spasenia. Angetan mit dem Gewand der Gerechtigkeit. Zapečatil ho svätým duchom ku dňu vykúpenia. Versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. A dnes sa díva na cieľ. Und heute sieht er auf das Ziel. A tu je s nami a raduje sa. Und er ist hier bei uns und freut sich. To je svedectvo. Das ist ein Zeugnis. Vidíte, keď človek stratí zmysel svojho života, seht ihr, wenn ein Mensch den Sinn seines Lebens verliert, prestane sa dívať na ten cieľ, wenn er vergisst auf das, wenn er aufhört auf das Ziel, začne ho to ťahať dole, dann beginnt ihn das nach unten zu ziehen, in die Tiefe zu ziehen, do tmy, in die Finsternis.
do beznádejnosti. Und in die Hoffnungslosigkeit. Ale my musíme mysleť na cieľ. Aber wir müssen an das Ziel denken. Sestra moja, brat. Meine Schwester, mein Bruder. A čím viac sa blížime k cieľu. Und je mehr wir dem Ziele näher kommen. Tým viac musíme mysleť na cieľ. Desto mehr müssen wir an das Ziel denken. A ten cieľ nás nemôže zarmucovať, ale tešiť. Das Ziel darf uns nicht ängstigen, aber freuen. Tešíš sa, sestra moja, že sa blížiš k cieľu. Dass du dem Ziel entgegengehst. Amen. Amen. Halleluja. Vidíte? Takto to musíme prežívať. Seht ihr, so müssen wir das erleben. Počul som svedectvo jedného Božieho muža. Ich habe ein Zeugnis eines Gottesmannes gehört. Bol to človek, ktorý veľa trpel za komunizmu das v Rumunsku. Ein Mensch, der v Rumunsku. Der in Rumänien sehr viel gelitten hat um des Namens des Herrn willen noch zur Zeit der Kommunisten. Sekuritáte, tajná polícia ho viackrát otrávila. Die Geheimpolizei Sekuritate hat ihn öfter schon vergiftet. Toľko jedu s ním skrmili, že by bolo zabilo množstvo ľudí. Sie haben ihm so viel Gift verfüttert, wie man da könnte man eine Menge Menschen damit töten. A on žije. Aber er lebt. Ešte dodnes žije. Bis heute lebt er. A slúži Pánu. Und er dient dem Herrn. A on bol pri lôžku svojho 23-ročného syna. Und er war am Bett seines 23-jährigen Sohnes. Ktorý zomieral. Der am Sterben war. Jeho synček zomieral. Sein Sohn war am Sterben. A díval sa na neho. Und er schaut auf ihn. A tvár toho syna skvela sa. Und das Angesicht des Sohnes strahlte. A pýta sa ho, syn môj, nebojíš sa? Und er fragt ihn, mein Sohn, nebojíš sa smrti? Hast du keine Angst vor dem Tod? A hovorí, nie, otec. Und er sagte, nein, Vater. Však vchádzam do cieľa. Denn ich gehe ins Ziel. Už zakrátko budem vidieť Pána Ježiša. Und in kurzer Zeit werde ich den Herrn Jesus sehen. Prečo by som sa bál? Warum sollte ich mich fürchten? A prišli s novým. Und sie kamen von der Zeitung. Pretože nechápali ľudia, ako môže on radosne odchádzať z tohto sveta. Weil die Leute nicht begriffen haben, wie dieser junge Mann freudig von dieser Welt gehen kann. A pýtajú sa ho, nie ste smutní, že tu končíte? Und sie haben ihn gefragt, seid ihr nicht traurig, dass ihr hier zu Ende seid? A on im povedal, viete si predstaviť bežca, ktorý vchádza, beží do cieľa a už má pred sebou tú čiaru, kde vlastne už končí svoj beh, že on je z toho smutný, no ja už nemôžem bežať. Könnt ihr euch einen Läufer vorstellen, der zum Ziel läuft und der schon fast an der Ziellinie steht und dann traurig ist und sagt, ich kann nicht mehr. Ale ja sa radujem, lebo už som v cieli, už vidím cieľovú pásku. Aber ich freue mich, denn ich bin schon am Ziel, ich sehe schon die Ziellinie. A tam ma čaká môj Pán. Und dort wartet mein Herr auf mich. A radujem sa. Und ich freue mich. A viete, čo tento otecko hovoril? Wisst ihr, was dieser Vater gesagt hat? Môj syn v mojej náruči odchádzal k Pánovi. Mein Sohn ist in meinen Armen zum Herrn gegangen. A hovorí. Und er sagte. Takto by som si prial odchádzať z tohto sveta. So würde ich mir wünschen, von dieser Welt zu gehen. Ten syn myslel na cieľ. Dieser Sohn hat an das Ziel gedacht. Ten syn myslel na to, čo ho čaká. Der Sohn hat daran gedacht, was ihn wartet. Chceš aj ty dojsť do cieľa. Möchtest auch du ans Ziel kommen. Mysli na cieľ. Denke an das Ziel. Raduj sa. Freue dich. A očakávaj na ten deň. Und erwarte diesen Tag. Ten deň, tá chvíľa ti nemôže prinášať strach. Diese Weile, dieser Tag darf dir keine Angst machen. Ale tá chvíľa ti musí prinášať radosť. Sie muss dir Freude bereiten. A ten, kto chádza do cieľa, ešte pridá. Und dieser, der am Ziel ist und schon ins Ziel hineingeht, der gibt noch zu. Aby došiel prvý. Damit er als erster aby eingeht. Aby uchvátil to víťazné. Damit er es siegreich bojuj dobrý boj viery. Ist. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Uchop večný život, ku ktorému si aj povolaný. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. A víťazom sluší chvála. Und den Siegern steht die Ehre. Na ich hlavách budú skvieť koruny.
Auf ihren Häuptern werden Kronen scheinen. Корони витязів. Die Kronen des Sieges. Радуйся. Freue dich. Радуйся. Freue dich. Я вім чого говорим. Ich weiß, von was ich rede. Я сам там уж був. Ich war dort schon. Мені то уж пан указав. Gott hat es mir gezeigt. А я сам тиждень плакав. Eine Woche lang habe ich geweint. А просив сам пан, а зобер ма спеть, пане. Und ich habe den Herrn gebeten, nimm mich zurück, Herr. Ja, nie chcę już być na tomto ich svete. Möchte nicht mehr auf dieser Welt sein. Ja chcę iść do toho cieľa. Ich möchte ins Ziel gehen. A pán hovoril, ešte nie. Und der Herr hat gesagt, noch nicht. Ešte mám pre teba plán. Ich habe noch einen Plan mit dir. A potom príde čas. Und dann kommt die Zeit. A každý deň sa teším na ten cieľ. Jeden Tag freue ich mich auf das Ziel. Viete, aké to bolo nádherné? Wisst ihr, wie wunderbar das war? Hovoriť slova, ktoré človek na tejto zemi nemôže vysloviť. Worte auszusprechen, die ein Mensch auf dieser Erde nicht aussprechen kann. Viete, aké to bolo nádherné spievať pieseň, ktorú človek na tejto zemi nemôže spievať. Wisst ihr, wie wunderbar das war, ein Lied zu singen, welches ein Mensch nicht singen kann auf dieser Welt. Viete, aké to bolo nádherné blízkosti Božej. Wisst ihr, wie wunderbar das war in der Gegenwart, in der Nähe des Herrn? Dorast, niečo také zažil. Wer einst so etwas erlebt hat, ak raz pán z večnosti tak na chvíľu, na moment proste zjavil z tej slávy. Wenn der Herr ihm aus der Ewigkeit für eine Weile, für einen Moment etwas von dieser Herrlichkeit offenbart hat, túži ísť domov. Der sehnt sich danach, nach Hause zu gehen. Er sehnt sich danach, ins Ziel zu gehen. A všetky svoje sily zmobilizuje. Und er mobilisiert alle seine Kräfte, aby došiel do toho cieľa. Um ins Ziel zu kommen. Ja sa radujem. Ich freue mich. A teším sa na ten cieľ. Ich freue mich auf das Ziel. Možno, že to bude už dnes. Vielleicht wird es heute sein. Možno zajtra. Vielleicht morgen. Neviem. Ich weiß es nicht. Ale spoliehám na Pána. Aber ich verlasse mich auf den Herrn, dass der Tag kommen wird. A to bude to krásne. Und das wird wunderbar. Byť tam, kde už nie sú slzy. Dort zu sein, wo keine Träne mehr sein wird. Kde už nie je boj s tým protivným hriechom. Wo es keinen Kampf mehr geben wird mit der ekelhaften Sünde. Kde už na hriech už ani nepomyslí človek. Wo der Mensch an die Sünde nicht einmal mehr gedenken wird. Kde telo nebude obťažovať. Wo der Leib nicht beschwert sein wird. Ale tam bude večná sláva. Aber dort wird ewige Herrlichkeit sein. A večná chvála bude znieť na našich ústach. Und ein ewiges Lob wird in unser Mund sein. Myslíme na to. Denken wir daran. Myslíme na cieľ. Denken wir an das Ziel. Nemyslíte na to, že ten najstarší bude prvý. Denkt nicht daran, dass der Älteste der Erste sein wird. Pán má pre každého svoj cieľ, čas. Gott hat für jeden seine Zeit. A my budeme prekvapení. Und wir werden überrascht sein. Ktorí budú nasledovať. Welche folgen werden. Ale buďme pripravení. Aber lasst uns bereit sein. Radujme sa. Lasst uns freuen. A myslíme na ten cieľ. Und lasst uns an das Ziel denken. A tu pán Ježiš v Jánovom evanjeliu 5. kapitole. Im Johannes Evangelium im 5. Kapitel sagte Herr Jesus. V 14. verši. Im 14. Vers. Takto hovorí Božie slovo. So spricht das Wort Gottes. Potom ho našiel Ježiš v chráme a povedal mu: Hľaď, ozdravel si, nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Johannes 5, Vers 14. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, Sünde geh fort nicht mehr, dass dir nicht etwas Ärgeres widerfahre. My sme používali tie obrazy. Wir haben diese Bilder benutzt. Ako nemáme ostať len za bránou. Dass wir nicht nur hinter dem Tor bleiben sollen. Aby sme neboli pasívnymi kresťanmi, ktorí užívajú ten Boží pokoj. Und dass wir nicht passive Christen sein, die nur Gottes Ruhe und Gottes Frieden genießen. Ktorí sa dostali za bránu
die hinter die Tür gekommen sind, do mesta pokoja, in die Stadt des Friedens. A teraz tam sa kvasia vo svojich problémoch. Und dann sitzen sie dort und gären in ihren Problemen. Ale my máme vziať to svoje svedectvo. Aber wir sollen unser Zeugnis nehmen. To Božieho dotyku v našom živote. Das Zeugnis der göttlichen Berührung in unserem ďalej. Leben und weitergehen. A to môžeme urobiť vierou. Und das können wir durch den Glauben tun. Že sa nás Boh dotkne. Dass Gott uns berührt. A ja verím, že sa to vás dotkne aj dnes tu na tomto mieste. Und ich glaube, dass Gott auch heute an dieser Stelle berührt. A že to bude dostatočné, mocné svedectvo. Und dass das ein vollkommenes und machtvolles Zeugnis sein wird. Aby ste vydali o tom svedectvo sami. Dass ihr selbst ein Zeugnis darüber ablegen könnt. Že on vám povedal. Dass zu euch gesprochen Staň. Hat. Steh auf. Vezmi svoje ležisko. Nimm dein Bett. A choď. Und geh. To je tvoje svedectvo. Das ist dein Zeugnis. Keď si vstal zo svojej nemohúcnosti. Wenn du aus deiner Ohnmacht aufgestanden bist. Možno, že zo svojej apatie. Vielleicht aus deiner Apatie. Alebo nejakej duchovnej únavy. Oder aus einer geistlichen Müdigkeit. Ty si vstal. Du bist aufgestanden im Glauben. Lebo zaznelo k tebe Božie slovo. Denn Gottes Wort ist zu dir erklungen. Ty musíš ísť ďalej. Du musst weitergehen. Položiť svoj život na oltár. Dein Leben auf den Altar legen. Zomreť sám sebe. Dir selbst absterben. Zomreť žiadostiam a nárokom svojho tela. Den Begierden und den Ansprüchen deines Fleisches absterben. A na tomto oltári máš premeniť svoje myslenie. Und auf diesem Altar sollst du deine Gesinnung verändern. Aby si už nemyslel podľa tela. Um nicht mehr fleischlich gesinnt podľa zu sein. Podľa žiadostí tela. Nach den Begierden des Fleisches. Ale podľa žiadostí ducha. Aber nach den Anforderungen des Geistes. Podľa žiadostí Božej. Nach den Anforderungen Gottes. Aby si získal mysel Kristovu. Damit du Christi Gesinnung gewinnst. Musí zomrieť ten starý tvoj charakter. Dein alter Charakter muss sterben. A získaj nový charakter. Und du bekomme einen neuen Charakter. Boží charakter. Du gewinne Gottes Charakter. Kristov charakter. Christi Charakter. Ten človek, ktorý nezomrel. Der Mensch, der nicht gestorben ist. Nedostane sa ďalej. Der kommt nicht weiter. Ak my nepoložíme svoj život na oltár Pánovi, wenn wir unser Leben dem Herrn nicht auf den Altar legen, a nie sme ochotní prijať premenu nášho starého charakteru na Kristov nový charakter, und wenn wir nicht bereit sind, die Verwandlung unseres alten Charakters zu Christi Charakter anzunehmen, sa ďalej. Kommen wir nicht weiter. Tá ovečka sa nedostala ďalej. Das Schaf kam nicht weiter. Len tá jej krv. Nur das Blut des Schafes kam weiter. Aj my sa môžeme dostať ďalej. Auch wir können weiterkommen. Už len skrze krv Ježiša Krista. Nur durch das Blut Jesu Christi. Skrze jeho obeť. Durch seine Opfer. Môžeme prísť do Božej blízkosti. Wir können in Gottes Nähe kommen. Jeho krv, toho nevinného baránka. Sein Blut, das Blut dieses unschuldigen Lammes. Že sa môžeme dostať od toho svojho, od toho oltára, dass wir von diesem Altar bekommen können. Jeho krv nám to zabezpečuje. Dass wir zu dem Altar hinzutreten, hinzukommen können, das garantiert uns sein Blut. A tento kňaz niesol túto krv. Und dieser Priester hat dieses Blut getragen. Vchádzal do svätyne. Er ist in das Allerheiligste hineingegangen. Potom do svätyne svätých. Erst in das Heilige und dann in das Allerheiligste. A tá svätyňa. Svätyňa svätých, nebo svätyňa. Nie, svätyňa. Und das Heilige. Bola vystavená z tesaných kameňov. Tesaných. Presných kvádrov. War aus abgehauenen Steinen aufgestellt. Schon vorher behauenen Steinen. A Peter Apoštol nám hovorí. Und Apostel Petrus spricht darüber. V prvom liste. Im ersten Brief. Druhá kapitola. Im zweiten Kapitel. Druhý verš. Zweiter Vers. 1. Petrus 2, Vers 2. Môžeš čítať. Und seid begierig nach der... Buďte žádaví po tým mlíce, je to? Ďalej. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch dieselbe zunehmet. Jalli. Wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, zu ihm kommet, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar.
und werdet auch ihr als lebendige Steine erbaut zum geistlichen Haus, zum heiligen Priestertum, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Christus Jesus. Vlastně se stáváme duchovními kameny. Also wir werden zu geistlichen Steinen. A ty kameny mají svůj rozměr. Die geistlichen Steine haben ihre Ausmaße. To nie je tak, že jeden kamen je taký, jiný je zase inakší. Es ist nicht so, ein Stein ist so und der andere hat ein anderes Ausmaß. Ale každý kamen má být rovnaký. Aber in jeder Stein sollte gleich sein. A ta, je daný, má svůj rozměr. Und hat sein Ausmaß. A viete, čo je ten rozmer pre nás? Wisst ihr, was dieses Ausmaß für uns bedeutet? Rozmer pre nás? Dieses geistliche Ausmaß für uns? To je rozmer Kristov. Das ist das Maß Christi. To je rozmer jeho učenia. Das Maß seiner Lehre. Všetko to, čo Pán Ježiš Kristus povedal, musí byť amen a pravda v každom jednom živote. All das, was der Herr Jesus gesagt hat, muss ja und amen in einem jeden Leben sein. To je ten rozmer Kristov. Das ist das Ausmaß, das Maß Christi. A my sa musíme jeden druhého prijímať. Und wir müssen einander annehmen. My nemôžeme byť jeden vyšší a druhý menší. Wir können nicht einer höher stehen und der andere niedriger stehen. My sme rovní, všetci rovní. Wir sind gleich, alle gleich. V Božích očiach. In Gottes Augen. Lebo na všetkých sa nás díva Pán ako na Krista. Weil auf alle und auf uns alle sieht Gott als wie auf Christus. Nebeský Otec sa nedíva na mňa ako na Alexandra a tu na brata ako na Manfreda. Der himmlische Vater schaut nicht auf mich wie auf Alexander und hier wie auf Bruder Manfred. Ale nebeský Otec sa na mňa díva ako na Krista. Aber der himmlische Vater schaut auf mich wie auf Christus. Na mojho brata sa díva na Krista. Und auf meinen Bruder schaut er als auf Christus. Ak sme v Kristu Ježišovi. Wenn wir in Jesus Christus sind. My musíme mať všetci ten rozmer Kristov. Dann müssen wir alle diese Maße Christi haben. A musíme byť znútra potiahnutí zlatom. Und wir müssen von innen mit Gold überzogen sein. Teda musíme byť zlatí, bratia a sestry. Also wir müssen goldig sein, Brüder und Schwestern. Ale nie zvonku. Aber nicht außen. Ale znútra. Aber innerlich. Kto si povedal jednej sestre, ty máš takého zlatého muža. Jemand hat mal zu einer Schwester gesagt, du hast so einen goldigen Mann. A tá sestra hovorí, no keby si s ním žila jeden mesiac. Und die Schwester hat gesagt, wenn du einen Monat mit ihm zusammenleben müsstest, tak by si zistila, aký je zlatý. Dann würdest du feststellen, wie goldig er ist. On je len tak navonok zlatý. Er ist nur so außen goldig. Ale čo z neho vylieza? Aber was aus ihm rauskommt? To by si bola prekvapená. Da wärst du überrascht. My musíme byť znútra zlatý, nie navonok. Wir müssen innerlich goldig sein, nicht äußerlich. My nesmieme byť taký, ktorý, joj, ten brat Alexander, to je zlatý človek, to je milý, to je zlatý. Wir dürfen nicht so sein, oh Bruder Alexander, das ist so ein goldiger Mensch. My nemôžeme byť navonok zlatý. Wir dürfen nicht nach außen goldig sein. My musíme mať rozmery Kristove. Wir müssen die Maße Christi haben. Musí to byť jasné, že to je práca Božia v mojom a tvojom živote. Es muss klar sein, dass es Gottes Werk ist in meinem und deinem Leben. A my sme tou svätyňou, ktorá je skál Kristových rozmerov postavená. Und wir sind aufgestellt in diese Heiligung, die aus diesen Felsen Christi gehauen ist. A vo vnútri nášho prežívania je to zlato. Und im Inneren unseres Erlebens, da ist das Gold. Prečo je to znu a prečo nie zvonku? Warum ist das innen und nicht außen? Lebo zvonku by to zlodeji ukradli. Von außen würden die Diebe das mitnehmen. Ale znútra. Aber innerlich. Je ten chrám strážený. Da ist der Tempel bewahrt, beschützt. My musíme byť vo vnútri zlatý. Wir müssen innen goldig sein. A to nemôže byť hociaké zlato. Und das kann nicht irgendein Gold sein. Ako sa dostať k tomuto zlatu? Wie müssen wir zu diesem Gold gelangen? Pán Ježiš hovorí, kúp si odo mňa toto zlato. Der Herr Jesus hat gesagt, kaufe dieses Gold von mir. Všetko nám Pán dáva zadarmo. Alles gibt uns der Herr umsonst. Dáva nám spasenie. Er gibt uns Erlösung. Dáva nám svoju milosť. Er gibt uns seine Gnade. Zdarma. Umsonst. Ale zlato nám nedá zdarma. Aber Gold gibt er uns nicht umsonst. To si musíme zaplatiť. Das müssen wir bezahlen. Ale to nie sú peniaze.
Das ist kein physisches Ale Geld. To je cena, ktorú za to musíme zaplatiť. Aber das ist ein Preis, den wir dafür zu zahlen haben. Viete, čo je to zlato? Wisst ihr, was das ist? To je jeho slovo. Das Gold ist sein Wort. To je jeho slovo, ktoré je prečistené v ohni. Sein Wort, welches im Feuer geläutert to, čo ist. On hovoril, das, was er gesprochen keby hat. Nebesia a zem pominuli, ono to bude stáť. Wenn Himmel und Erde vergehen, es würde feststehen bleiben. To jeho slovo prešlo ohňom, pecov skúšok. Sein Wort ist durch das Feuer hindurchgegangen und durch den Ofen der Trübsal. Ale to slovo je čisté. Aber das Wort ist dokázané. Rein. Es ist bewiesen Ohni. Im Feuer. To je to jeho slovo. Das ist sein Wort. To je jeho učenie. Das ist sein učenie Lehre. Christovo. Die Lehre Christi. On nielen učil, že keď ti niekto dá za ucho na jedno líce, máš nastaviť aj druhé. Er hat nicht nur gelehrt, wenn dir jemand eine Ohrfeige gibt, dann halte noch die andere Backe hin. Ale on to dokázal. Aber er hat das on bewiesen. Prešiel tou skúškou. Er ist durch diese Prüfung durchgegangen. Jemu dali za ucho. Ihm haben sie einen Backpfeife gegeben. A on nastavil aj druhé líce. Und er hat auch die andere Backe hergehalten. A on nielen učí, že keď ti niekto bere košelu, daj mu aj kabát. Er lehrt nicht nur, wenn jemand dir dein Hemd nimmt, dann gib ihm auch noch den Mantel. Ale on z neho strhli to rúcho. Aber von ihm haben sie das Kleid heruntergerissen. A hodili o jeho rúcho los. Und sie haben das los über sein Kleid geworfen. A on im to dal. Und er hat ihm das gegeben. On za tým neplakal a nehovoril, to je moje, to mi neberte. Er hat ihm nicht nachgeweint und nicht geschrien und nicht geweint, das ist meins, lasst mir das. On im to dal. Er hat ihnen das to gegeben. To prešlo o ňom. Das ist durchs Feuer gegangen. To je pravda. Das ist Wahrheit. To prešlo skúškou. Das ging durch die Prüfung Kúp durch. Kúp si odo mňa zlato. Kaufe Gold von mir. Prečistené v ohni. Geläutert durchs Feuer. Ale nedostaneš to zadarmo. Aber du wirst es nicht umsonst musíš bekommen. Platiť. Du musst zahlen. Aj ty musíš nastaviť líce. Auch du musst deine Backe herhalten. To je tá cena. Das ist... Aj ty musíš dať svoj kabát. Trošičku pomalec, ja. Ďakujem. Čas beží. Jo. Auch du musst den Mantel hergeben. A to je tá cena. Und das ist der Preis. Zaplatiť cenu. Den Preis bezahlen. A to vnútro. Und das Innere. Vyložiť tým zlatým Božím slovom. Das Innere auslegen mit dem Gold des Wortes Gottes. O, to je to pravé zlato. O, das ist das wahrhaftige Gold. Čo je pravda. Welches Wahrheit ist. V mojom živote. In meinem Leben. V mojom vnútri. In meinem Inneren. Za to musíš zaplatiť. Da musst du bezahlen dafür. To nedostaneš tak ľahko. Das bekommst du nicht so billig. To bude mnoho slz. Das werden viele Tränen sein. To bude mnoho vzdávania sa. Das wird viel entsagen. Ale bude tam zlato. Aber es wird Gold sein. A ty musíš v tom zlate, to zlato musí byť leštené. Und dieses Gold, das muss poliert sein. A tak leštené. Und so poliert? Ako zrkadlo. Wie ein Spiegel. Úplne ako zrkadlo. Ganz so poliert wie ein Spiegel. Tá svätyňa znútra, to zlato bolo tak leštené. Das Heiligtum von innen, dieses Gold, das war so poliert. Že na každom tom na každej tej kvádri bolo vidieť všetko, čo je v tej svätyni. Das an jedem Stein genau das zu sehen war, was sich in dem Heiligtum befunden hat. Bol tam stôl chleba predloženia. Es war dort das Brot, der Tisch mit den Schaubroten. Bol tam stôl oltár na kadenie. Voňavých vecí. Es war dort der Räucheraltar. A bol tam svietník. Und svietník? Svietník. Svietník. Und es war, danke. Und es war dort ein Leuchter. A každý každom kvádri. Und an jedem Stein. Bolo vidieť tri veci. Waren drei Dinge zu sehen. Bol tam svietník. Es war dort ein Leuchter. Bol tam oltár na chválu. Ein Räucherwerk, ein Altar fürs Räucherwerk. A tam bol stôl chlebov predloženia. Und ein Tisch mit den Schaubroten. Ak my prežívame, wenn wir erleben, to, že máme zlaté vnútro, wenn wir das erleben, dass wir ein goldenes Inneres haben, vergoldetes Inneres haben, v každej situácii, dann in jeder Situation, svietime, können wir odráža leuchten. Sa to svetlo v našom živote. Und das Licht reflektiert sich in einer jeden Situation. Ten svietnik nikdy nesmel vyhasnúť. Dieser Leuchter durfte niemals verlöschen. A tam v našom živote, tam musí sa odrážať tá chvála našemu Bohu. To večné haleluja. Und dort in unserem Leben muss das Lob und der Preis dem Herrn widerhallen. A tam v tom našom vnútri sa musí odrážať, že aj dnes ku mne hovoril Pán.
Und dort in meinem Inneren muss es sich widerspiegeln, dass auch heute der Herr zu mir gesprochen tam je, hat. Tam je to chleba predloženia. Dort ist das Schaubrot. Lebo nie na samom chlebe bude žiť človek. Denn nicht nur durch Brot allein wird der Mensch ale leben. Ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Božích. Aber durch ein jedes Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. O zlatý môj brat. O mein goldener zlatá Bruder. Moja sestra. Meine goldene Schwester. Odráža sa tvojom vnútri. Widerspiegelt sich in deinem Inneren. To svetlo pánové. Das Licht des Herrn. Tá chvála živému Bohu. Der Preis dem lebendigen Gott. A tam je to slovo života. Und dort das Brot tam des Lebens. Tam sú tie chleby predloženia. Die Schaubrote. Tam v tom zlate sa odráža. In diesem Gold. Zlatý môj brat, zlatá moja sestra. Es reflektiert mein goldener Bruder, meine goldene Schwester. To sme už veľmi blízko Bohu. Da sind wir schon Gott sehr nahe. A tam je tá svätyňa. A potom je ďalej svätyňa. Und dann ist dort das Allerheiligste. A tam je tá zmluva Božia. Und dort ist der Bund Gottes. A my sme v tej zmluve Pána Ježiša Krista. Und wir sind in dem Bund Jesu Christi. A tak hovorí Pán Ježiš. Und so spricht der Herr Jesus. To je tá nová zmluva. Das ist der neue Bund. V mojej krvi. In meinem Blut. To činte na moju pamiatku. Das tut zu meinem Gedächtnis. Vrchol nášho prežívania. Der Höhepunkt unseres Erlebens. Keď my upevňujeme a obnovujeme túto zmluvu. Wenn wir diesen Bund erneuern und befestigen. Prebývame v blízkosti Božej. Wir verweilen in der Nähe Gottes. A neustále. Und unablässig. Sme očisťovaní krvou Ježišovou. Werden wir gereinigt durch das Blut Jesu. A ideme do tých večných príbytkov. Und wir gehen in die ewige Heimat. To je náš cieľ. Das ist unser Ziel. Pán Ježiš stretol tohoto človeka v chráme. Der Herr Jesus hat diesen Menschen im Tempel getroffen. A bolo mu povedané, iď a nehreš viac. Und es wurde ihm gesagt, geh hin. Sündige hinfort nicht mehr. Aj ty, brat, môj, sestra, und auch du, mein Bruder, meine Schwester. Ozdravel si. Du bist gesundet. Ozdravel si. Bist du gesund geworden? Ozdravela si. Bist du gesund geworden? Dotkol sa ťa. Hat dich der Herr berührt? Ak si ozdravel, wenn du gesund wurdest, iď a nehreš viac. Dann geh hinfort, sündige nicht mehr. Ty musíš pokročiť. Du musst weitergehen. Ty musíš zotrvať. Du musst ausharren. Prebývaní s Bohom. Ausharren in dem Verweilen mit Gott. Mysleť na ten cieľ. An das Ziel denken. Aj keď by ti bolo ťažko. Und auch wenn es dir schwer ums Herz ist. Aj keby si sa cítila a cítil sám. Und auch wenn du dich alleine fühlst. Musíš vedieť. Du musst wissen, že je tu jeden cieľ. Dass es ein Ziel gibt. Pre ktorý sa oplatí bojovať. Ein Ziel, für das es sich lohnt zu kämpfen. Pre ktorý sa oplatí strádať. To znamená mať nedostatok. Für das es sich lohnt, Mangel zu haben. A pre ktorý sa oplatí trpieť. Und für das es sich lohnt, zu leiden. Ešte málo, máličko. Noch sehr, sehr wenig. Potrpíme na tomto svete. Leiden wir in dieser Welt. A potom budeme vidieť. Und dann werden wir schauen. To, čo sme verili. Das, was wir geglaubt haben. Naše oči budú to vidieť. Unsere Augen werden a naše das srdcia sehen. Sa budú radovať. Und unsere Herzen werden a naše sich radosti. Und unsere Freude nikto nevezme. Wird niemand von Halleluja. Uns nehmen. Halleluja. Amen.